Willkommen zurück zu Pac-Man 2. Wir sind noch in diesem Dungeon und wollen jetzt mal hier für Ordnung sorgen in Sublevel 4. Ah ja. Also gerade in diesem Sublevel gibt es viele Feuerstellen, die es auszumachen gilt. Eine Branche mit einem Hund drin. Können Sie das tragen? Das könnt ihr sogar alleine. Sehr gut, ich bin stolz auf euch. Und dann würde ich ja zeigen, was ist das denn? Oh, ich dachte schon, so ein Item. Nun. Ah. Dann sehen wir, was da drin ist. Honig. Nektar. Macht junge Pikmin zu Blüten. Bisasam zu Bisaflor, quasi. Und das ist durchaus eine Entwicklung. Machen wir hier auf. Schon mal die weißen Pikmin ab, die neuen. Da hinten. Die machen aber schnell hier das Tor auf. Ich bin begeistert. Jetzt aber die Branche. Mit einem Hund drin. Yay, Doggy. Zeitkapsel. Zeitkapsel. Bitte was? Aha, weil man sich immer dran erinnert. Und so. Hey, cool, ihr seid schon Blüten geworden. Das Warten kann sich lohnen. Gut, freut mich. Gibt's noch Feuerstellen? Mann, das ist das große Sublevel. Ohne Scheiß. Da geht's noch weiter. Na gut, ich schau mir das alles an. Was los, Leute? Kommt mit. Oh, schon wieder so einer. Lass mich in Ruhe. Ich gehe nur mit den Roten hin, weil das Feuer in der Nähe macht die Sache dann noch interessant. Hab ich alle? Ja, ich habe alle 81. Da gab es durchaus schon Opfer. Deswegen wollen wir noch keine weiteren Opfer haben. Meine roten Freunde. Mach das erstmal aus. Mach jetzt die Feuerstelle aus. Das war ein weiteres Opfer. Ich hoffe, es schmeckt. Das sollte es. Denn jetzt geht's an den Kragen. Und wer will schon hungrig sterben? Oh nein. Kurz vor seinem Tod konnte er sich noch freischütteln. Der Gute. Lass ihn in Ruhe. Toll. Er muss nicht mal rausgehen, um Futter zu bekommen. Aber jetzt ist er tot. Selbst schuld. Ah, er hat einen Schatz. Ein kleiner... Sieht aus wie so eine japanische, Süßigkeit. Ich kenne mich da nicht so aus. Hey, hier sind noch Dinger. Fische. Da. Wie so ein Dickmann. König der Süßigkeiten. Naja. Wir haben noch nicht alle Schätze. Auch interessant zu wissen. Schauen wir uns also nochmal genau um. Was ist denn hier? Nix oder was? Blöd. Hey, einer fehlt. Ja, da waren es nur noch 79. Hier ist was. Was ist das denn? Im ersten Moment dachte ich, ein Super Nintendo-Spiel. Nee, das ist eine... Streichholzschachtel. Habe ich sogar hier liegen. Und benutze nie. 10. Die Flamme der Zukunft mit Bowser drauf. Wie geil. Oh, Leute, es gibt echt Sachen. Was steht drauf? 5 für 5 Troopers. Ach, Telefon. Ich rufe dich mal an, Bowser. Genial. Dafür liebe ich das Spiel. Dafür liebe ich es. Ausgang, bitte. Da hinten. Ziemlich verwinkelt. Ein ziemlich großer Sublevel, wirklich. Aber die Reise hat sich ja gelohnt. Nee, dich will ich jetzt links liegen lassen. Warum ist denn da eine Mauer? Ach so, dahinter ist nur Honig. Honig? Hä, wo geht's raus? Ich gehe den falschen Weg. Da ist auch eine kleine Erhöhung. Falls ihr euch fragt, warum läuft er so blöd?
So, jetzt sind wir richtig. Wow, was ist los? Ey, da ist Feuer. Okay, da wir alles haben, dringen wir tiefer vor. Der fünfte Sublevel. Ja, wie viele hat diese Höhle bloß? Ich meine, ich mag diese Dungeons. Viele Schätze. Das mag ich am liebsten. Nun? Es ist doch der letzte Level. Oh, gar kein Endboss-Feeling. Nein, wir kommen noch auf so Ideen. Ich finde es schön, dass man den Endboss umgehen kann, wenn man will. Aber ich werde das natürlich nicht zulassen. Okay, ich trete jetzt mit allen Pikmin hier ein. Ich glaube, ich weiß, was kommt. Ein Endgegner, den es in Pikmin 1 schon gab. Das heißt ja Spinnenburg. Und da haben wir sie. Okay. Wenn wir uns beeilen, ist er schnell kaputt. Oh, weg von den Beinen. Oh, wie viele hat er getötet? Weg von den Beinen. Hau. Oh Gott. Jetzt hängt er ein bisschen ab. Oh, ihr lasst euch doch zerquetschen, ihr Blödmänner. Nein. 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 Kommt zurück. Ich hab euch doch lieb. Ihr sterbt. Nein. Scheiße, jetzt stirb einfach. Nein, alle an einem Bein. Wenn ihr das hebt, seid ihr alle tot. Ihr seid Matsch. Ich habe so viele Pikmin verloren. Okay, da hilft nur... Louis? Hinten, links. Seht ihr ihn? Komm jetzt mal runter. Das war's. Das ist unser Sieg. Wir bekommen einen Schlüssel. Der Triumph hält sich an Grenzen. Warum können wir ihn nicht nehmen? Erst eine Sequenz, natürlich. Oh mein Gott, so viele gestorben. Der Sieg ist unser. Der Körper dieser gigantischen Kreatur ist zu Staub zerfallen. Ich bin erleichtert, dass ich nicht so eine riesige Spinne lagern muss. Analyse der Erdbrum läuft. Anomalie entdeckt. Was ist das für ein glitzerndes Gerät? So. Trag es mal schnell. Okay, wir machen uns besser vom Acker. Oh mein Gott, ich fühle mich wie auf der Titanic mit den letzten Überlebenden. Oh, furchtbarlich. Aber ich scheine von jeder Sorte noch genügend zu haben. Was heißt genügend? Das sind alle Pikmin, die ich habe. 100 für der Schlüssel. Der Schlüssel. Dieser Berg kommt mir bekannt vor. Ich werde es mit dem Paralleldimensionscontroller des Präsidenten verbinden. Alarm! Meine Sensoren registrieren eine massive Dimensionsverschiebung an einen weit entfernten Ort. Ich empfange eine Nachricht aus einer abgelegenen Dimension. Nachricht wird angezeigt. Der Challenge-Modus kann nur vom Titelbildschirm aus abgerufen werden. Die Nachricht scheint nur aus Hoffentlich hat sie ihren vorgesehenen Empfänger erreicht. Ich werde diese offensichtlich unnütze Vorrichtung den Schlüssel nennen. Mhm. Also, ihr habt ja gesehen im Startbildschirm im ersten Part. Hey, hier sind noch Schätze. Dass es einen Challenge-Modus gibt und den hat man anscheinend erst, wenn man diesen Schlüssel hat. Aber ich habe natürlich vom anderen Spielstand schon ergattert. Okay, Schatz, wo bist du? Da nicht. Map, map, map. Oh Gott, ich habe nur noch 49 Pikmin. Wo ist denn der Scheiße jetzt? Mann.
das ist der schon wieder. Nein? Bist du es nicht? Oh doch, natürlich. Der alte Bekannte. Ich lasse dich nicht in Ruhe. Ein Pikmin muss genau auf seinen Kopf landen, diesen Käfers. Damit er ausspuckt, was er hat. Komm, verwandelt euch. Oder ist hier was vergraben? So ist es. Na da, ich dachte schon. Was ist es denn? Ah, ein Edelstein. Möp, 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 möp. Komm, beeil dich mal ein bisschen. Wir wollen hier nicht ewig rumhängen. Es wird mir zu dunkel hier. Ja, und sogar Louis ist schwer verletzt. Das war ein brutaler, schwerer Kampf. Aber wir haben ihn gemeistert. Da, 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 da. Königsdiamant! Ich würde fast vorschlagen, dass wir diese Welt verlassen werden. Die dritte Welt. Nach diesem Tage, meine ich. Und dann am nächsten Tag, im nächsten Part. Oh Gott, wo geht's weiter? So dunkel. Es ist dunkel. Es ist wirklich dunkel. Dass wir dann in Welt 2 gehen und dann können wir ja die blauen Pikmin holen. Zur Verstärkung. Aber jetzt gehen wir erstmal raus aus dieser vermaledeiten Höhle. Okay. Der Schlüssel, König, Zeitkapsel, Liebesnugget. Boah, 39 Pikmin. Das ist halt... Das ist halt hartes Brot, ne? Speichern. Ich bestehe darauf. Willkommen zurück an der mythischen Quelle. Shit. Obwohl, ich habe noch... Ich habe noch rote Pikmin in meiner Zwiebel. Ja, rote. Ja, Mann! 40% der Schuld sind beglichen. Upsa. Also wenn ich ganz ehrlich sein soll, beende ich jetzt diesen Tag. Weil der Tag ist ja egal, weil wir haben unendlich Tage. Und ich muss auch mal wieder die Konsole ausschalten. Na ihr Frösche. Da guckt ihr blöd aus der Wäsche. Die Frösche aus der Wäsche. Oh yeah. Na gut. Hat sich denn noch gelohnt, denke ich. Nun, der Tagesbericht. Wir haben gefunden. Das, 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 das und das. Ja. 40%. Oh Gott, ja. Tut mir leid, Leute. Ich habe gerade einen Anruf vom Kreditgeber erhalten. Der hat vielleicht eine gruselige Stimme. Wir liegen hinter einem Faden. An die Arbeit, ihr Faulpelze. I like it. I like the moment. Gut. Bevor wir den Part beenden, noch ein Kochtipp von Louis. Neu. Wir haben viele neue. Ich will den Frosch eigentlich. Ich will den Frosch, der ist hier. Hä? Den hier. Giftig. Verzehr führt zu ausgedehnten Krämpfen und unkontrollierbarer Fröhlichkeit. Nee. Wasserküssling? Gebackene Knödel und Rührteig mit vollem Geschmack und mit nur halb so viel Fett. Okay, Leute. Dann würde ich sagen, das war's für heute und wir sehen uns wieder im nächsten Part. Bis dann, ciao.